Okay. So, Freunde, was geht? Der allmächtige Pokéball ist zurück, ja, mit eurem Pokémon, die ihr mir in die Kommentare geschrieben habt. Ja, vielen Dank für eure Teilnahme, Freunde, ja, und wenn euer Pokémon heute noch nicht dabei war, ja, versucht es gerne nochmal. Denkt daran, es sind die 151, die allerersten Pokémon, ja, Kanto-Region, Freunde, ja, vom Bisasam bis Mew, wisst ihr Bescheid. Okay, Leute, fangen wir an, Freunde, ihr habt mir ordentlich Pokémon halt reingeschrieben gehabt und wir gehen halt eure Pokémon durch. Mal schauen. Der Pokéball das auch erkennt, ja? Mal gucken. Ganz viele wollten dieses Pokémon hier. Das. Nein! Ich verstehe. Hat dein Pokémon Flügel? Nein! Aha! Hat es Beine oder Füße? Nein! Okay! Hat dein Pokémon eines oder mehrere Hörner? Ja. Das habe ich mir gedacht. Hat es Flossen? Nein! Interessant. Hält es sich hauptsächlich unter Wasser auf? Nein! Ich verstehe. Kann dein Pokémon oft in einer Höhle gefunden werden? Jo. Kannst du das wiederholen? Ja. Sag das noch einmal. Digi, ja. Aha, ich denke, ich habe es gefunden. Ich glaube, das Pokémon, an das du gedacht hast, ist Onix. Liege ich richtig? Ja. Klasse. Wir haben gefunden. Onix. Wusstest du, dass sein Körper im Alter glatter wird? Lass es uns zu deinem Pokédex. Mein Körper wird im Alter faltiger, aber okay. Geschafft. Ja, gut, Freund, das war am Anfang. Okay, war schon. Okay, das war jetzt einfach gewesen, ja. Aber. Sage okay, jetzt wenn du bereit wird's bist. Schwieriger. Jetzt kommen wir damit. Sage okay, wenn du bereit bist. Okay. Sage okay, wenn du bereit bist. Okay, Digi, okay. Okay. Nein. Okay. Hat es einen Panzer? Nein. Das habe ich mir gedacht. Hat dein Pokémon Flecken? Nein. Interessant. Hat es Beine oder Füße? Ja. Ich verstehe. Ist dein Pokémon ein Pokémon mit zwei Typen? Ja. Aha. Ist es ein Gifttyp? Nein. Nein. Das habe ich mir gedacht. Kann sich dein Pokémon in ein anderes Pokémon entwickeln? Ja. Interessant. Hat dein Pokémon einen Schnabel? Ja. Ich verstehe. Das ist es. Ich weiß es. Etwas sagt mir, das Pokémon, an das du gedacht hast, ist Dodo. Das ist lächerlich. Ist es das? Wie kann der denn darauf kommen, Alter? Kannst du das wiederholen? Wie kann der darauf kommen? Ich verstehe das nicht. Ja, ist richtig. Okay. Hat es rosa Spitzen an seinen Flügeln? Dodo war doch richtig. Sag das noch einmal. Dodo war richtig. Okay. Beginnt sein Name mit dem Buchstaben H. Dodo war richtig. Kannst du das wiederholen? Dodo war richtig. Dodo war richtig. Nein. Okay. An Habitak hätte ich... Ich habe es gefunden. Ich glaube, das Pokémon, an das du gedacht hast, ist Taubsi. Ist es das? An Habitak hat... ohne Scheiß. Hättet ihr mich diese Fragen gefragt... Hätte ich diese Fragen gefragt, ich wäre niemals... Ich schwöre euch, ich wäre niemals auf Dodo gekommen. Niemals. Aber Habitak hat keinen Schwanz, ne? Habitak hat einen Schwanz. Deswegen konnte er Habitak ausschließen, ne? Heftig. Der ist doch nicht normal, oder? Der konnte Taubsi und Habitak ausschließen, weil ich sagte, die haben keinen Schwanz. Das gibt's nicht. Knopf gedrückt hältst. Lass uns nun versuchen, ein neues Pokémon zu erraten. Schau in deinen Pokémon-Trainer-Guide, wenn du neue Ideen brauchst. Konzentriere dich auf das Pokémon, das ich erraten soll. Sage okay, wenn du bereit bist. Okay, darauf kommst du nie. Hat es einen Schwanz? Nein, jetzt wird's richtig schwer. Nein! Nein! Sag das noch
Nein! Interessant. Hat dein Pokémon riesige Spitzzähne? Ja. Ich verstehe. Hat es eines oder mehrere Hörner? Nein. Aha. Ist dein Pokémon hauptsächlich lila? Nein. Okay. Hält sich dein Pokémon hauptsächlich unter Wasser auf? Nein. Das habe ich mir gedacht. Hat dein Pokémon Flecken? Nein. Welches Pokémon hat denn Flecken? Oh, ich glaube, ich weiß es. Was? Wenn ich nicht falsch liege, ist das Pokémon, an das du denkst, Blutzuck. Ist es das? Nein. Okay. Hat es Beine oder Füße? Ja. Ich verstehe. Ist es ein Gifttyp? Nein. Nur noch ein paar Fragen. Ja, mach viel. Kann sich dein Pokémon in ein anderes Pokémon entwickeln? Nein. Aha, hat dein Pokémon mehrere Köpfe? Nein. Okay, ich denke, ich habe es gefunden. Niemals. Ich glaube, das Pokémon, an das du gedacht hast, ist Lamus. Liege ich richtig? Nein. Okay. Hat es rote Backen? Nein. Kannst du das wiederholen? Nein. Nein! Interessant. Ist es ein Starter-Pokémon? Nein. Ich verstehe, das ist es. Ich weiß es. Etwas sagt mir, das Pokémon, an das du gedacht hast, ist Ditto. Ist es das? Nein! Und Buchstaben T wie Tiger? Nein! Ich verstehe. Oh, ich glaube, ich weiß es. Wenn ich nicht falsch liege, ist das Pokémon, an das du denkst, Relaxo. Liege ich richtig? Ja! Dafür hat er jetzt 100 Jahre Relaxo gebraucht? Wusstest du, dass Relaxo jeden Tag 400 Kilo Futter braucht? Lass es uns zu deinem Pokédex hinzufügen. Okay. Klasse. Ist es hauptsächlich lila? Sag das noch einmal. Warte. Aha. Dein Pokémon einen Schwanz? Ja. Okay, hat es Beine oder Füße? Ja. Das habe ich mir gedacht. Hat dein Pokémon riesige Spitzzähne? Nein. Interessant. Ist dein Pokémon immer männlich? Weiß ich nicht. Okay, ist es eine Weiterentwicklung eines anderen Pokémon? Nein. Ich verstehe. Ist es ein legendäres Pokémon? Ja. Aha, ich denke, ich habe es gefunden. Weil ich genau, was du sagst. Ich glaube, das Pokémon, an das du gedacht hast, ist Mewtwo. Ah! Kannst du das wiederholen? Ja! Klasse! Wir haben gefunden! Mewtwo! Wusstest du, dass Mewtwo von Wissenschaftlern erschaffen wurde? Lass es uns zu deinem Pokédex hinzufügen. Okay. Super! Okay. Ich werde dir ein paar Fragen stellen. Okay. Antworte mit Ja, Nein oder Ich weiß es nicht. Mhm. Du kannst auch sagen, das kommt darauf an. Mhm, das kommt darauf an. Flügel! Nein. Interessant. Hat dein Pokémon Beine oder Füße? Ja. Ich verstehe. Sieht dein Pokémon aus wie eine Pflanze? Nein. Aha. Hat es einen Schwanz? Ja. Okay. Ist es eine Weiterentwicklung eines anderen Pokémon? Ja. Das habe ich mir gedacht. Hat dein Pokémon eines oder mehrere Hörner? Ja. Pokémon in ein anderes Pokémon entwickeln? Nein. Ich verstehe. Ist dein Pokémon ein Pokémon mit zwei Typen? Ja. Immer weiblich? Nein. Okay. Oh, ich glaube, ja? Ich weiß es. Überleg genau. Wenn ich nicht falsch liege, ist das Pokémon... Überleg genau. Nidoking. Ah, Nidoking. Gib mir den... Dreckdinger. Ah. Ah.
Klasse. Wir haben gefunden. Nidoking. Wusstest du, dass Nidoking einen Funkturm mit seinem Schwanz niederreißen kann? Nee. Lass es uns zu deinem Pokédex hinzufügen. Geschafft. Vergiss nicht, es in deinem Pokémon-Trainer-Guide abzuhaken. Lass uns nun versuchen, ein neues Pokémon zu erraten. Schau in deinen Pokémon-Trainer-Guide, wenn du neue Ideen brauchst. Du kannst mich am Arsch lecken. Konzentriere dich auf das Pokémon, das ich...